Apropos, ne, wenn man Zwillinge hat, dann lernt man irgendwie immer zu denken, ja, aber wenn ich dahin fahre, wenn ich der was gebe, dann muss ich der anderen ja auch was geben. Wenn ich also an die Ostsee fahre, dann muss ich auch mal wieder an die Nordsee fahren, sonst ist das ja ungerecht. Das Deprimierte und Melancholische, das ist Teil meiner Person. Da habe ich gar nicht so einen weiteren Weg zu gehen. Was ich eher so komisch finde, ist, dass ich ganz oft so, also ich habe das auch neulich, habe ich nochmal so eine Pressemappe rausgeholt und festgestellt, dass ganz oft über mich geschrieben wurde, schon seit Jahren, die herbe Schönheit. Ich bin mal einmal nicht mit Freunden in so ein Saunaland, in so ein riesen Saunading gegangen, weil ich dachte, ach scheiße, nee, das wegen meiner Prominenz, das ist mir, glaube ich, zu doof. Und dann bin ich mit dem damaligen Freund doch lieber nur in diese kleine Sauna von dem Schwimmbad in der Stadt gegangen. Und wir standen unter der Dusche und dann kreischt da eine Frau, wow, das ist ja Frau Petri, ey. Und ich so, scheiße. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Nina Petri. Moin, moin. Hallo. Du bist gebürtige Hamburgerin, mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin. Unter anderem bist du Trägerin des Deutschen Filmpreises. Hast in mehr als 100 Filmen mitgewirkt, bist außerdem Hörbuchsprecherin und Mutter von Zwillingstöchtern. Nina, mit ein paar Unterbrechungen hast du immer in Hamburg gelebt. Gibt es eine Stadt, in der du gerne mal gelebt hättest oder noch leben möchtest? Nö, also nicht in Deutschland. Wenn, dann muss das schon richtig weit weg sein. Mal was ganz, ganz anderes so. Also ich kann ja hier von hier aus überall hinreisen, ist ja nicht so schwierig. Ne? Und also wenn, dann wäre das höchstens was, wo viel mehr Sonne scheint und es viel wärmer ist das ganze Jahr über und das Meer vor der Tür noch ein bisschen größer ist als hier. Also sowas wie Kapstadt, weil da gibt es ja so eine Beziehung zwischen Kapstadt und Hamburg. Ganz viele Freundinnen und Freunde von mir fahren da regelmäßig hin. Also Ich habe damit nichts im Sinn, ich war da auch noch nie. ja, ich war da auch noch nie und ob Südafrika so mein Ort ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird mich ziemlich stören, dass das doch alles noch sehr rassistisch durchmengt ist. Ja. Also doch immer Hamburg. Gibt es denn mal so einen Sehnsuchtsort, wenn vielleicht doch das Wetter mal länger als 3 Tage regnet, wo du sagst, da flüchte ich dann hin? In der Nähe von Hamburg. Ja, dann würde ich halt an die Ostsee fahren, ne? Aber da ist ja dann auch nicht viel besser, glaube Du ich. bist eher der Ostseetyp. Ich hätte geraten, dass du eher der Nordseetyp Ach bist. so. Nee, ich glaube, dass die aus. Ich kann es. Ich entscheide mich ungern. Das ist also apropos, ne? Wenn man Zwillinge hat, dann lernt man irgendwie immer zu denken. Ja, aber wenn ich dahin fahre, wenn ich der was gebe, dann muss ich der anderen ja auch was geben. Wenn ich also an die Ostsee fahre, dann muss ich auch mal wieder an die Nordsee fahren, sonst ist das ja ungerecht. Das So, das habe ich heißt, so ein selbst bei bisschen. Ostsee und Nordsee hast du einen ausgeprägten Ja, Gerechtigkeitssinn. genau. Wie ist das mit Elbe oder Alster? Ja, das ist auch, also eigentlich ist es super einfach, weil ich bin tatsächlich der Meertyp, also ist natürlich die Elbe mein Gewässer, aber selbst da ist es so, manchmal, da mir die Elbe auch viel näher ist und ich da öfter bin, ist es so, dass ich ab und zu mal das Gediegene der Alster brauche, so, ne? So. Und dann machst du so deine Runde? Ja, also ich Und jogge dann eher nicht, abends um oder Gottes nachts wie Udo Willen. Lindenberg oder dann, wenn alle gehen und halb Hamburg da unterwegs ist? Ja, auf jeden Fall am Wochentagen und nicht am Wochenende. Und rennen tue ich da auch nicht rum. Das ist ja lebensgefährlich, glaube ich, inzwischen. Aber ich finde ganz toll diese Fahrradstraße da. Die Ja. habe ich übrigens jetzt Oh erst ja. entdeckt, weil ich nämlich mein Auto abgeschafft habe und nur noch Fahrrad fahre. Und die finde ich richtig toll. Das finde ich herrlich, da lang zu fahren. Wieso hast du dein Auto abgeschafft? Weil ich es einfach nicht mehr brauche. Definitiv nicht. Das ist eine eigene Erkenntnis. Also du hast dir jetzt nicht von den Zwillingen ins Gewissen reden lassen, sozusagen, weil viele Eltern Ach so. ändern ja gerade ihr Verhalten an vielen Stellen, weil die Kinder noch sensibler sind. Jetzt sind deine Kinder nicht mehr Kinder, aber sondern erwachsene Frauen, aber du hast das alles für dich selber so Ja, das habe ich entwickelt. selber entschieden. Also ich meine, ich hatte ein sehr, sehr altes, das war das Familienauto, das war so ein Kombi, so ein alter Mercedes-Kombi. Und der war einfach inzwischen, es ist natürlich sau bequem, weil du kannst irgendwie sagen, oh ja, ich schleppe auch alles immer von hier nach da und nehme ganz viel mit und so. Es ist überflüssig geworden und ich brauchte es echt nicht mehr. Und ich bediene mich gerne, wenn es denn unbedingt sein muss, hier der vielen Carsharing-Systeme, so, ne? Aber so ein eigenes Auto, m-m. Also freitags spontan
zu einem Carsharing-System und dann an Nord- oder Ostsee. Bist du so ein spontaner Typ oder überlegst du dir dann am Dienstag, wenn du am Freitag an die Ostsee fährst? Nee, ich bin eher der spontane Typ. Also wahrscheinlich Freitagabend dann auch gleich los. Sowas in die Richtung, ja genau. Ja. Okay. Wie viel Spontanität hat dir denn die zurückliegende Pandemie genommen? War das eine starke Einschränkung, die du an der Stelle gespürt hast? Weil man muss ja schon immer überlegen, was darf ich eigentlich? Es sind andere Regeln in Schleswig-Holstein und so weiter und so fort. Lustigerweise habe ich mich damit in der Pandemie selbst ganz gut zurechtgefunden. Ich merke erst jetzt, wo das alles wieder geht oder wo vieles wieder geht, was alles nicht ging. Also das merke ich viel stärker in dem, was ich jetzt alles wieder tun darf, weil ich so denke, wieso habe ich denn das jetzt so lange nicht mehr gemacht? Und dann wird mir klar, richtig, das war ja Pandemie, das ging ja gar nicht. Also ich konnte ja nicht irgendwie in Sport machen mit anderen Leuten oder tanzen gehen oder dies und das und jenes oder eben auch irgendwo mal einfach so hinfahren. Ne? Das genieße ich einfach, dass es wieder geht, so langsam. Und auch im Übrigen natürlich auch beruflich, was alles wieder geht. Also so. Das war ja wirklich so ein bisschen, so ein Stillsitzen, Ausharren und bitte nicht verrückt werden Ding. Also diese Pandemie. Jetzt bist du ja sehr viel im Film zu sehen. Theater hat ja noch mehr drunter gelitten, glaube ich. Das heißt, da konnte man immer noch mal drehen. War das trotzdem so, dass du mal Momente hattest, wo du sagst, vielleicht muss ich doch noch mal einen anderen Job übernehmen? Ja. Also ich bin auf jeden Fall, weil ich bin dabei, mich fortzubilden und ja, werde auf jeden Fall mein Berufsfeld nochmal wieder erweitern. Also, weil die Möglichkeiten sich doch eher als beschränkt erweisen inzwischen. Also ich habe übrigens mehr Theater gespielt als gedreht, lustigerweise. Ich habe gerade Anfang diesen Jahres eine Tournee gemacht, zum ersten Mal in meinem Leben mit Theater. Und warum hat das so lange gedauert? Hast du keinen Bock irgendwie? Du bist wirklich einfach hier in Hamburg verwachsen. Ha? Wieso? weil das erste Mal jetzt erst eine Tournee. Es wurde mir noch nie angetragen. Okay. Also mit einem Theaterstück, ne? Ich war ja nicht alleine unterwegs oder sowas. Das ist ja dann immer eine Frage, ob das gekauft wird und so. Und jetzt war ich halt mit einem Stück, das haben wir am Ernst-Deutsch-Theater gespielt, wir waren das letzte Stück, bevor die Theater dicht machen mussten. Am EDT, also am Ernst-Deutsch-Theater, haben sie noch eine Premiere rausgebracht und dann wurde alles zugemacht. Und wir konnten noch zu Ende spielen und das Stück war schon verkauft als Tournee, jetzt für diesen Anfang diesen Jahres. Ob die Tournee stattfindet, stand natürlich bis kurz vorher auf der Kippe. Und dann hat sie tatsächlich stattgefunden, unter Pandemiebedingungen, was wirklich auch unfassbar ist. Also ich kannte es ja nicht anders, aber ich fand es Nahrungsbeschaffung. Du stehst bis 10 Uhr abends auf der Bühne und danach kriegst du nichts mehr zu essen, nirgends. So. Und vorher musst du ja schon so rechtzeitig da sein, dass es auch nicht geht. Also es war logistisch. Wie macht man das denn dann? Holt man sich dann Salat und isst den dann alleine irgendwann in der Kabine? So, ja, es ist wirklich echt gruselig. Also ich weiß ja von vielen Freundinnen und Freunden, dass so eine Theatertournee tatsächlich weitaus weniger Glamour hat, als ich mir das irgendwann mal vorgestellt habe. Was war denn so für dich so die verblüffendste, überraschendste Situation? Ich kann mir vorstellen, in manchen kleinen Städten gibt es einfach kein tolles Hotel und dann muss man da halt wohnen. Ja, ne? Da muss man da wohnen und man war schon, also man, ich war, ich habe mich ein bisschen abgespalten. Ich war schon teilweise sehr überrascht, dass man in so Gewerbegebiete fuhr und ich dachte so, warum fahren wir jetzt hier hin? Nee, das ist jetzt nicht wahr, ne? Das ist jetzt nicht wahr, dass jetzt gleich hier mal das Hotel steht, in das wir absteigen. Und dann habe ich eigentlich nur noch gedacht, so Jungs, jetzt suche ich mal für euch den Puff, wo ihr dann vielleicht, also gab es ja auch nicht, logischerweise nicht, aber du warst wirklich, dachtest so, was ist das denn jetzt hier? Und und jetzt dann eben nochmal zur Nahrungsbeschaffung, wo kriege ich denn jetzt mein Futter her? Weil die Supermärkte waren ja in dem Städtchen, da musste man also dann so 3, 4, 5 Kilometer hinlaufen, hat dann auf die Uhr geguckt, okay, um 5 muss ich im Theater sein, ich habe jetzt noch 2 Stunden und ist dann irgendwie zum Supermarkt gehetzt, um sich noch was zu besorgen. Also es war schon abenteuerlich. Würdest du es trotzdem nochmal machen? Es ist schon geplant, dass ich es nochmal mache. Aber dann routinierter und dann quasi mit einer eigenen Essensversorgung. Ja, soll ich dir was sagen? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber wir hatten eine Tourbegleiterin, die das einmal logistisch alles gemacht hat. Und ich habe mich immer gefragt, wieso die nicht, wenn wir denn die Chance hatten, was essen zu gehen, weil wir irgendwelchen Restaurantbesitzer, bitte. Und dann haben die manchmal für uns noch den Laden aufgemacht und wir haben 3 Stunden vorher schon bestellt, was wir essen wollten. Und dann gibt es natürlich nichts Gesundes, sondern nur überbackene Schnitzel. Na, das stimmt. Ja, nee,
Nee, das waren dann schon nette italienische Lokale und so. Aber die, ich habe gesagt, wie isst du immer? Weil die sah immer glücklich aus. Und dann sagt sie, ich habe meinen Dampfkocher dabei. Wie? Und das gibt es tatsächlich, transportables Dampfgerät, was du dir aufs Zimmer stellen kannst. Und da packst du deine Sachen rein, dein Gemüse, was immer du willst. Und hast warmes Essen. Habe ich mir jetzt zugelegt. Nächste Tournee nur noch damit. Sehr gut. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was dir so das Gefühl von Heimat oder Zuhause? Hast du ein eigenes Kissen oder hast du irgendwie einen Bilderrahmen mit einem Foto von mir da drin? Oder irgendwie sowas, wo du sagst, das erinnert mich an Hamburg. Das war ganz, ganz schlimm. Das Foto von dir, das habe ich leider vergessen. Irgendwo das liegen lassen. Ja, das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Ja. Nee, aber gibt es so ein Ding, was du immer mitnimmst auf Reisen? Also mein Neffe beispielsweise kam neulich zu mir und hat über Ostern bei mir übernachtet und brachte sein eigenes Kissen mit. Ich meine, der ist irgendwie Mitte 20. Ja. Und ich dachte, was ist mit ihm denn los? Wie so ein älterer Herr. Hast du sowas, ältere Damen dann vielleicht, also jüngere Damen dann mitnehmen, aber es nur ältere Damen machen, wollte ich sagen? Nee, also habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber die Überlegung ist nicht schlecht. Das war, dass man sowas sich, ja, flexibel bleiben. Ne? Ich habe lustigerweise tatsächlich ein Kissen mitgehabt, das nennt sich ganz attraktiv für ältere Damen. Das nennt sich, glaube ich, Venenkissen. Oh. Weil ich nämlich 2 Tage vor Silvester bin ich tatsächlich am Bahnhof Altona die Treppe runtergefallen. 15 Stufen. Nein. Einfach bäm runter. Ich war nicht betrunken. Ich bin einfach gefallen. Ich brauchte richtig lange auch, um zu verstehen, was passiert ist. Und kennst du das Phänomen, wenn man sprechen und essen gleichzeitig will und dann beißt man sich auf die Zunge oder auf die Wange? Mhm. Und sowas in dieser Richtung ist mir koordinationstechnisch im Kopf passiert, als ich nicht klar war, gehe ich jetzt Rolltreppe oder Treppe, und dann sind meine Beine quasi irgendwie so und dann 15 Stufen runter. Und damit ich überhaupt auf die Bühne kann, also habe ich mir dann irgendwie heftige Physiotherapie gegönnt, und dann musste ich aber in diesem Bus, man sitzt ja den ganzen Tag in so einem Bus, da hatte ich dann die Rückbank, Gott sei Dank, und konnte das Bein hochlegen, weil sonst wäre das gar nicht gegangen. Mit dem Venenkissen. Mit dem Venenkissen. Und das nehme ich aber jetzt nicht immer mit. Hast du aber sonst nichts gebrochen oder gar nichts? Gott sei Dank nicht. In Stuntwoman-Manier hast du dich da runtergestürzt. Ja. Das ist ja furchtbar in dem Moment irgendwie. Und dann liegt man da und dann kommen fremde Leute und helfen dir? Ja, genau, Gott sei Dank. Da sind sofort Leute gekommen und so haben mir hochgeholfen. Oder nicht hoch, sondern erstmal überhaupt, hallo. Also ich stand ein bisschen unter Schock, würde ich mal sagen. Hab noch jetzt ziemlich einen Respekt vor so Treppen, weil das schon komisch ist. 15 Stufen ist viel. Ja. Ist richtig viel. Ja. Hei. Ja. Wir kommen jetzt zu den Hamburg-Lieblingen. Mhm. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welcher ist dein Lieblingsimbiss? Also, das ist der Atlantik-Grill unten an der großen Elbstraße. Da kann man die leckersten Fischbrötchen essen. Oh. Ja. Ja. Richtig toll. Sehr gut. Welches ist dein Lieblingsgewässer? Da habe ich ein Problem. Also, spontan würde ich sagen die Elbe, aber wie gesagt, ich muss es immer gerecht geben. Ab und zu muss auch die Alster mal dran. Ja. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg? Natürlich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ja? Ja. Welche ist deine Lieblingskneipe? Das ist eine traurige Geschichte, denn die musste gerade geschlossen werden. Das ist die Daniela Bar gewesen. Das hat mir echt das Herz gebrochen. Das macht mich auch traurig. Siehst du? Ja, also es ist wirklich krass, weil ich muss jetzt erstmal gucken, wo die nächste sein könnte. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ne? Ja. Ich finde die Geschichte echt. Es war ein gewisser Automatismus tatsächlich, vor allen Dingen an lauen Sommerabenden. Wir sitzen ja hier in der Schanze. Ja. Das heißt, die Daniela Bar ist von uns ungefähr 300 Meter entfernt. Ja. Und da war das wie selbstverständlich, dass man auch nach einem längeren Arbeitstag um 10 oder so vielleicht da nochmal hingegangen ist und geguckt hat, ob man nochmal Ablenkung findet mit einem leckeren Gin Tonic oder so. Weil das ist tatsächlich das, was man ja vom Dorf her kennt, so eine Stammkneipe. Da konnte ich alleine hingehen. Es gibt ja nur ganz wenige Orte, wo man in der Großstadt alleine hingehen kann. Also das sagst du als Mann, dann, das ist ja immer noch so ein Frauending, dass man als Frau halt. Ja, das sind meine weiblichen Anteile. nee, aber dass man da hingehen konnte und man wusste, man trifft jemanden, irgendjemanden oder fremde sympathische Menschen, genau, wie auch immer. Genau. Ich hoffe nur, dass da irgendwie was Ähnliches passiert, aber ich fürchte, wir müssen uns einen anderen Ort suchen. Möglicherweise wird dann noch eine weitere Pizzeria, wir haben noch nicht genug in der Schanze. Oder ein Friseur. Oder ein Burgerladen vielleicht. Oder ein Burgerladen vielleicht, ja. Können wir mal gucken. Also ganz nett finde ich ehrlich gesagt, so das ist das Le Fonc, das kenne ich nicht so gut, aber es wird auch geraucht, ein cooler Laden. Ne? Also in der Daniela Bar wurde auch geraucht, Das ist aber da hat es mich komischerweise nie gestört so richtig. Mhm. Aber im Le Fonc, weil die draußen ist richtig Nebel. In der Daniela Bar, ne? Und das haben sie im Le Fonc eben nicht. Ja. Genau.
So, ja, Daniela Ball, wir könnten eine ganze Stunde drüber reden, über die ganzen Erlebnisse, die man da so gehabt hat. Welches ist dein Lieblingsgeschäft? Das ist die Second Chance in der Weidenallee. Oh ja. Weil ich nämlich wahnsinnig gerne Secondhand kaufe. So, ja. Ich gehe gern stöbern. Also wenn ich nicht unbedingt was kaufen muss, dann ist, finde ich, Secondhand das Geilste, weil du einfach nicht weißt, was dich erwartet und du kannst einfach mal gucken, was so gibt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass du etwas völlig Unsinniges dann da kaufst? Weil, also, das haben ja manche auch immer, dass sie was kaufen und dann denken so, oh, das war zwar für sich schön, aber nicht für mich. Entschuldige, oder was so. Ist an Schuhen unsinnig? Oder auch an einem schönen Oberteil? Zu kleine Schuhe auch, ach so. Ne? Völlig egal. Ja, rucke die Kuh, Blut ist im Schuh. Oh ja, wann ist mir das letzte Mal passiert? Aber es ist mir passiert, nicht da, aber es ist passiert. Ja, da bin ich jetzt vorsichtiger. Okay, wir haben gerade über deine Tournee gesprochen. Mhm. Das hat dich ja wirklich auf viele Bühnen geführt. Wir bleiben aber ja jetzt mal in Hamburg. Mhm. Gibt es hier eine Bühne, die dir noch fehlt in deiner beruflichen Biografie, wo du sagst, so das muss jetzt nochmal irgendwie sein? Ja, also ganz ehrlich zu sein, fehlen mir natürlich die zwei großen Häuser extrem. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass ich mal auf der Bühne des Schauspielhauses oder auf der Bühne des Thalia-Theaters stehe, ganz ehrlich. Das würde ich mal sagen, so wäre schon schön gewesen. Dann werden wir Joachim Lux und Karin Bayer mal dezent auf diesen Podcast hinweisen und dann gucken wir. Als wenn die das nicht schon wüssten. Was ist denn so deine Homie-Bühne sozusagen? Wo weißt du, okay, da sitzt alles, da kenne ich mich aus, da gehe ich, hast du so ein wohliges Gefühl? Also ich habe tatsächlich jetzt ja zweimal am Ernst Deutsch gespielt und ich liebe diese Bühne wirklich sehr und auch das Haus ist toll. Vorher hatte ich so eine Kammerspielenzeit, wo ich an den Kammerspielen öfter gespielt habe. Das ist total verschieden. Also im Moment würde ich sagen, ist es so das Ernst-Deutsch-Theater. Mhm. Also ich bin auch mit Isabella total gut, mit Isabella Wertes-Schütter. Und ich finde auch, dass die ein tolles Programm machen, wo man ja gerne dabei ist. Wir haben ja vorhin schon in der Einführung gesagt, dass du mal kurz aus Hamburg weg warst, in Bochum. Mhm. Und bei Bochum denke ich natürlich an die tolle Schauspielschule und das tolle Theater. Mhm. Aber ich denke auch immer an dieses Dreieck der Currywurst. Also sprich Berlin, Hamburg und Ruhrgebiet. Wo gibt's denn nun die beste Currywurst für dich? Oh Mann, ja. Ich bin tatsächlich auch ein Currywurstesser. So alle 3 Monate brauche ich dringend mal eine Currywurst. Ich mochte die in Bochum richtig gerne. Da gibt es ja das sogenannte Bermuda-Dreieck, ne? Da wo auch die von Herbert Grönemeyer besungene Currywurst auch dargeboten wurde. Ja. Also Bermuda-Dreieck, weil da versank man am Wochenende immer. Freitag, Samstags war da immer Rennen. Intershop und so, ja. Aber ich hab ja aber auch. Aber wo ist es hier in Hamburg? Wo gehst du da hin? Hier nebenan. Ja. Da vorne an der Ecke. Ja. Ne? Mitten in der Schanze. Mitten in der Schanze. Das heißt immer anders. Das heißt immer neu, der Laden. Ich weiß gar nicht, ist das immer das Gleiche? Nee, oder? Das ist immer das Gleiche. Ja, ah, ja, da die haben sich immer umgenannt. Plakate immer an die andere Seite. Ja, ja. Also, genau. Also die habe ich jetzt neulich erst gehabt und ich fand die gut. Sehr gut. Was gibt es denn noch für Rituale, auf die du hier in Hamburg nicht verzichten möchtest? So, im Bereich Delikatessen oder. Das, was zum Leben so beiträgt irgendwie. Ja, also das ist so wie ich die Currywurst ab und zu brauche, ist es so, dass ich wirklich tatsächlich so jemand bin, der super gerne mal das Fischbrötchen tatsächlich isst. Ne? Mhm. Und da probiere ich auch da gehe ich eben nach Empfehlung, da habe ich einmal dieses Atlantikfisch unten an der Elbe, dann bin ich aber auch sehr, sehr gerne in der Strandperle, schön Matthias Brötchen, ne? Mhm. Weil die haben so lecker Süßchen dabei, ne? Und das brauche ich ab und zu. So ein Matjesbrötchen. Mhm. Das Ernst-Deutsch-Theater ist dein Lieblingstheater von der Bühne aus gesehen. Gibt es denn kulturelle Orte, wo du vor allen Dingen als Konsumentin sehr, sehr gerne hingehst? Unterscheidet sich das möglicherweise sogar von der beruflichen Nina Petri? Da bin ich aber auch sehr vielfältig aufgestellt. Also ich gehe wahnsinnig gerne in die großen Häuser, ins Thalia, ins Schauspielhaus. Demnächst gehe ich mal wieder auf ein Stadtparkkonzert. Also es sind ja alles auch so Sachen, die jetzt so wieder so richtig mit viel Spaß stattfinden können, weil man eben nicht mehr diese Beschränkungen hat. Ne? Also so, ich genieße das überhaupt loszugehen. Ganz toll finde ich auch Kampnagel. Das ist auch ein toller Ort, finde ich. Unbedingt. Vor allen Dingen sehr vielfältig. Ja, genau. Also der ganze
ich sag mal, die Abteilung Tanz ist nicht so meins, aber da passieren ja doch sehr, sehr viele schöne Dinge. Ja. Vor allen Dingen bringe ich ja Jan Plefka damit immer wieder in Verbindung, der dort Simon Garfunkel aufgeführt hat, seine Reiseabende und noch viele andere Geschichten. Okay, okay. Wie ist es denn mit dir und Musik hier in Hamburg? Also du hast den Stadtpark angesprochen, aber gibt es so Hamburger Künstlerinnen und Künstler, denen du so nachhängst, mit denen du vielleicht gerne mal eine Currywurst essen möchtest? Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich war vor einer Woche in einem Konzert, Doppelkonzert im Hafenbahnhof, übrigens auch ein sehr schöner Ort. Oh ja, das sind aber ein sehr kleines Konzert. Ja, genau. Und das liebe ich aber auch, diese muckelige Atmosphäre, wenn du da so eng stehst. Und da war eine ganz tolle Band, Mann, wie hieß die? Und die hast du durch Zufall dann getroffen? Oder also weil du da lang gekommen bist sozusagen? Oder weil das ja eigentlich ein Ort, geht man da gezielt zu einer Band? Ja, ein Freund von mir hat da gespielt, das war das Gitarrenorchester, da spielt der mit und deswegen war ich da, weil ich wusste, er spielt. Und dann hat im Anschluss aber noch eine andere Band gespielt. Aber mit der Hamburger Schule oder mit Bosse oder Johannes Oerding, der ja auch ein großer Daniela Bahr-Fan ist. Ja, müsste ich mir jetzt aus den Fingern saugen, dass das jetzt so meine Welt ist. So. Ja. Muss man ja auch nicht unbedingt. Es treibt dich ja laut Instagram-Account auch immer wieder raus in die Natur. Nun ist ja viel Natur auch hier in Hamburg. Was sind denn so deine Spots da? Da bin ich tatsächlich gerne immer in der Nähe vom Wasser. Oder neulich war ich mal wieder in den Harburger Bergen. Da hatte ich so den Kindheitsflash, weil wir da als Kinder irgendwie öfter mal waren. Also Berge, wow, ja. Das ist ein schöner Ort. Und da freue ich mich natürlich jetzt auch auf den Frühling, Sommer, weil es dann einfach nicht mehr so braun ist, sondern eher grün wird. Jetzt hast du die Harburger Berge angesprochen. Die heißen ja nur Berge. In Wahrheit ist das ja quasi ein Eindruck, der völlig verfälscht ist. Es sind ja doch eher Hügel. Fährst du auch mal in die Alpen oder so, nach Österreich? Also, ich habe ja, jetzt kommt's, ein Wohnmobil gekauft, ne? Oh. So, und damit war ich auch letztes Jahr unterwegs und bin tatsächlich bis in die Alpen gefahren und bin da auch wandern gewesen. Und muss sagen, das ist toll. Aber shame on me, man darf das nicht unterschätzen. Also als Fischkopf mal eben in die Alpen und mal eben da so ein bisschen Höhenmeter überwinden. Das sind ja leider immer die Leute, die dann in den Nachrichten landen, ne? Die so. Dann in Turnschuhen irgendwie genau. So ein 1500 Frag Meter hochlaufen nicht. Wollen oder so. So schlimm war es nicht, aber ich hatte nämlich das einzig Professionelle, was ich dabei hatte, waren meine echten Wanderschuhe. Aber der Rest war so peinlich, dass es irgendwie nur so kracht. Aber jetzt fürs nächste Mal bin ich besser präpariert. Man muss zum Beispiel immer was zu essen mitnehmen und wirklich ausreichend zu trinken. Und ich, Idiot, hatte nichts zu essen. Das gilt im Grunde ja für Theatertourneen auch. Das hast du ja nun doppelt gelernt, ja, offensichtlich. Das stimmt. Ja. Und bevor es hier mit Nina Petri weitergeht, machen wir kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. So, wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Wollen wir mal reinhören, wer da so ist? Hallo Frau Petri, hier ist Caroline Kandler. Ich bin Moderatorin bei Tagesschau 24 und mich würde mal interessieren, wie Sie die Erziehung Ihrer Zwillinge und Ihren Beruf unter einen Hut bekommen haben. Gar nicht. Also da gibt's nicht einen Hut für. Das sind mindestens 2 bis 3 Hüte. Man muss das einfach irgendwie hinkriegen. Also im Rückblick weiß ich das ja auch nicht so genau. Aber es klappt, hat halt geklappt. Aus denen ist ja was geworden. Wir gehen mal weiter. Hallo Frau Petri, hier spricht Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Mich würde mal interessieren, wenn Sie ein eigenes Buch schreiben würden, über welches Thema würden Sie schreiben? Über welches Thema würden Sie schreiben? Ich würde darüber schreiben, wie man mutig und lustvoll alt wird. Diese beiden Begriffe passen ja möglicherweise auch, wir haben es ja gerade gehört, zu der Erziehung von Zwillingen. Wie mutig warst du denn in der Modeauswahl? Wenn ich so Zwillinge höre, die dann möglicherweise auch in den 80er Jahren irgendwie sozialisiert wurden,
Zwillinge haben da ja immer das Gleiche angehabt irgendwie. Warst du auch so eine Mutter, die dann immer rosa Kleidchen für beide gekauft hat, die gleichen, oder? Also ich, es verführt einen natürlich, wenn man zwei Töchter hat, das zu tun. Und ab und zu hatten die das Gleiche an. Einmal war das auch sehr, sehr gut. Da waren die nämlich erst 2 Jahre alt. Wir waren auf irgendeinem Straßenfest und wir haben uns kurz mal umgedreht und dann war die eine verschwunden. Die war weg. Es war furchtbar, kann man sich ja vorstellen. Also nicht mehr zu sehen, 2 Jahre alt. Und dann haben wir glücklicherweise das andere Kind gehabt, konnten das so hochhalten und sagen, hier, genau so. Wenn Sie das hier irgendwo rumlaufen sehen, genau so angezogen, dann bitte, bitte herbringen. Das war natürlich... Wie schnell ging das dann? Das waren ewige Minuten, ne? Ewige Minuten, ja, ja. Also ewige Minuten. Die hatte es tatsächlich geschafft, vom einen Ende des Straßenfests zum anderen. Die wurde von einer großen Bühne gefunden, hat da cooler Musik zugehört und junge Leute, die uns vorher gesehen hatten, haben dann gesagt, komisch. Die hatte auch, der ging's gut, Gott sei Dank. Ja. Die haben die dann so hochgenommen und dann wieder zu uns gebracht. Und da war das mit der gleichen Kleidung sehr, sehr praktisch. Ja. Aber dann habe ich es eigentlich versucht, wenn die zum Beispiel was Neues brauchten, dann zu sagen, okay, die eine kriegt es in Rot, die andere in Blau, so dass sie nicht ganz gleich waren. Hm. Und irgendwie so mit 3, 4 Jahren haben die aber auch ihren eigenen Willen gehabt. Also die eine war zum Beispiel, man könnte sagen, die eine war so Mädchen und die andere hat es gehasst, so Mädchensachen anzuhaben. Also die mochte dieses ganze Glitzerstein-Zeugs überhaupt nicht. Die wollte eher so coole Sachen. Mit der bin ich dann eigentlich immer in die Jungsabteilung gegangen. So, dann hat sich das erledigt. Wie ist das eigentlich für dich, wenn man so einen Job hat als Schauspielerin, wo man immer wieder zwischen Rollen hin und her springt, unterschiedliche Charaktere? Wie schleppt man das mit in den Alltag? Ich manchmal glaube ich, dass das gar nicht, also für mich ist das nicht so schwierig, weil ich bin, glaube ich, selber mit mir so, ich bin gar nicht so eindeutig als Mensch. Also ich glaube, ich habe das alles sowieso in mir. Ich bediene mich da ja, das habe ich manchmal das Gefühl, eher bei in mir selbst, bei den Quellen, die eh da sind. Insofern glaube ich, das fällt mir nicht so schwer. Also ich bin jetzt keine Mörderin oder irgendwie so eine, aber ich kann mir all diese Gefühle, die damit zusammenhängen, dass man irgendwie so viel Hass oder auch Abwegiges empfindet, halt vorstellen und dann ist das nicht so schwer. Gibt es eine Rolle, die dich so beeindruckt hat, dass du da noch sehr lange mit zu kämpfen hattest? Also man sagt ja zum Beispiel Heath Ledger in seiner Rolle im Batman als Joker, ja, hat möglicherweise diese Rolle nie so richtig überwunden und hat sich dann in den Drogencocktail gestürzt. Okay. Das sind natürlich vielleicht auch möglicherweise Interpretationen von außen, aber also ich sag mal so, ich habe mal mit dem Arzt darüber gesprochen, wie das ist, wenn quasi Kinder unter seiner Hand wegsterben, was ja leider auch mal passiert. Und der sagte tatsächlich, dass ihn das natürlich mitnimmt, aber er natürlich auch die Professionalität hat, das eben nicht so dann so, also vielleicht mal kurz mit nach Hause zu nehmen, aber dass ihn das nicht lange bewegt. Mhm. Ist das bei deinen Rollen auch so? Du ziehst das Rollenkleid aus und dann ist vorbei oder gab es tatsächlich mal eine Rolle, die du so mitgeschleppt hast? Also ich habe tatsächlich mal eine Frau gespielt, die ihr eigenes Kind töten wollte, um ihre Karriere zu sichern. Also vollkommen wahnsinnig eigentlich. Und ich war selber auch noch, also ich bin ja immer noch Mutter, aber damals noch mit kleineren Kindern. Und das war gruselig, sich wirklich vorzustellen, was in so einer Frau vorgeht, die so weit gehen würde. Das hat mich schon beschäftigt, diese Brutalität. Da wurde auch sogar meine Agentin damals, fragte mich, ob ich das denn wirklich spielen wolle. Ich wäre doch selber Mutter und wie ich mir das denn vorstellen könnte. Und dann habe ich aber genau gedacht, so nee, das ist vielleicht sogar ganz gut. Also wenn man mal so weit geht. Also gut im Sinne von, das ist ja das, was meinen Beruf ausmacht, dass ich das Extreme irgendwie mag. So. Aber es hat mich natürlich zutiefst betroffen gemacht, weil es das ja wirklich gibt und schrecklich ist. Wie ist das denn, wenn man gegen so eigene Eigenschaften irgendwie anspielen muss? Also keine Ahnung, wenn du jetzt grundsätzlich ein mutiger, optimistischer Mensch bist, wenn du dann so eine vielleicht Frau spielen musst, die dann eher trübsinnig ist, deprimiert, wie auch immer. Also das ist dann nur Technik oder holst du dir das dann doch auch aus deinem Umfeld? Also das Deprimierte und Melancholische, das ist Teil meiner Person. Da habe ich gar nicht so einen weiteren Weg zu gehen. Was ich eher so komisch finde, ist, dass ich ganz oft so, also ich habe das auch neulich, habe ich nochmal so eine Pressemappe rausgeholt und festgestellt, dass ganz oft über mich geschrieben wurde, schon seit
Jahren die herbe Schönheit oder irgend sowas, immer so mit herb und däng und so, wo ich immer so dachte, lustig, was ist das eigentlich damit gemeint? Also irgendwie bin ich offensichtlich nicht einfach nur hübsch oder schön oder apart oder irgendwie so, sondern da ist immer so dieses Wort herb dabei, ne? Und denkt man ja eher so an so ein Bier irgendwie. Ja, ne? So. Ein Bier ist stimmt, herb. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dann welche Biersorte wärst du denn? Ich mag ja überhaupt kein Bier, insofern kannst du mich das nicht fragen. Na gut. Naja, und dann kriege ich, wenn ich dann so Rollen, also was mir viel schwerer fällt, ist, dass ich so gesehen werde als eine, die so eine garstige, böse Frau, so eine frustrierte Ische. Da kriege ich so, das fällt mir ehrlich gesagt viel schwerer. Also weil ich habe so, ich tue es, ich mach's dann, aber ich denk ein bisschen auch, wieso sieht man mich so? Als diese garstige, weißt du, was ich mit garstig meine? So richtig, kannst du was vorstellen, ne? So hässlich, garstig, frustriert. Also so. Das finde ich komisch. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie oft du in der Corona-Zeit drüber nachgedacht hast. Gab es sonst mal einen Moment, wo du gesagt hast, nee, das geht nicht weiter, oder hat die Liebe zum Job immer überwogen? Also ich sag mal, das ist ja ein Job, den man ja möglicherweise manchmal gar nicht mit Fakten oder Ähnlichen verargumentieren kann. Jetzt gehörst du ja noch zu den erfolgreichen Schauspielerinnen. Ja. Und trotzdem hat man ja, das muss man jetzt für die Leute, die das jetzt nicht so vielleicht wissen, hat man ja von 365 Tagen, selbst wenn man erfolgreich ist und 100 Drehtage hat, hat man 100 Drehtage plus die Vorbereitung, aber man hat nicht frei, sondern man wartet. Ja, ja. Und das wird mich mürbe machen. Das Warten am Set, aber auch das Warten, wann ruft denn die Agentin an und sagt, so, da sind wieder drei Drehtage oder 30. Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied. 30 ist wahnsinnig viel. Ja. Also um ganz ehrlich zu sein, ich hatte dieses Jahr noch keinen einzigen Drehtag und ich habe auch keinen einzigen in Aussicht. Also kannst du dir in etwa vorstellen, wie die Lage gerade ist. Mhm. Aber ich mache ja zum Glück ganz viele andere Sachen. Und insofern habe ich, Gott sei Dank, knock on wood, kein Problem, und das ist einfach total nervig, weil ich den Job natürlich auch am liebsten nicht nur aus Not machen würde, ne? Natürlich, so, der Traum wäre so, ich kann wirklich aussuchen, nur die schönsten Rollen und irgendwie immer zufrieden sein, und wenn ich dann auch wirklich so richtig abgearbeitet bin, auch mal sagen, nee, also komm Leute, ich kann jetzt einfach, ich brauche mal eine Pause. So ist es leider nicht. Ich mache halt super, ich habe meine Hörbücher, Gott sei Dank, da habe ich jetzt auch gerade wieder tolle gemacht. Das neue Buch von Ralf Rottmann zum Beispiel, oder jetzt demnächst kommt die neue Karen Slaughter raus. Und das ist super. Wie viel Disziplin, also man muss ja als Schauspielerin unglaublich viel Disziplin aufbringen. Ja. Also wie, ich habe ja schon diese Warterei genannt, aber wie ist das denn auch mit dem Geld ausgeben? Also du drehst dann, hast dann vielleicht 30 Drehtage hintereinander innerhalb vom halben Jahr, hast das Konto einigermaßen gut gefüllt und weißt ja nicht, ist es jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr? Ja, also in der Regel versuche ich so für 3 Monate im Voraus zu denken oder zu kalkulieren. So, das ist so die Frist, gebe ich mir eigentlich immer, ne? Und dann habe ich natürlich, ich habe erstaunlich gut wirtschaften können, so im Laufe meines Berufslebens, habe ich gelernt. Also ich bin auch mal verschwenderisch und hau einfach das Geld raus, aber aufgrund der Situation habe ich gelernt, so zu kalkulieren, und habe was auf der, wie sagt man, hohe Kante? Ja, genau. Wenn die noch hohe ist, die hohe Kante, und da liegt ein bisschen was, wenn jetzt mal Not an der Frau ist, dann kann ich mir da was holen, so. Ne? Ja. Aber gibt es denn etwas, wo du sagst, okay, ach, das hätte ich jetzt auch wirklich gerne nochmal gemacht, wenn ich dann vielleicht doch eine Serie gemacht habe? Bist ja jetzt nicht so die jetzt irgendwie in so einer Serie irgendwie mitgespielt hat. Das ist ja immer so der Zwiespalt, ne, zwischen Kommerz und dann aber auch eigenem Anspruch. Und die meisten entscheiden sich dann ja in deiner Kategorie dann ja immer für den Anspruch und sagen, okay, dann habe ich halt kein Ferienhaus an der Ostsee. Du könntest dich eh nicht unterscheiden, du müsstest ja 2 Ferienhäuser haben. Aber gibt es so etwas, wo du sagst, okay, da werde ich Zeit meines Lebens nicht zu kommen? Das weiß ich schon. Nee. Sowas habe ich nicht. Also ich weiß längst, dass ich habe ja auch Entscheidungen in meinem Leben getroffen, ganz ehrlich, die, wenn ich sie nicht getroffen hätte, vielleicht wäre alles etwas anders gelaufen. Zum Beispiel, wenn man tatsächlich, die Frage hattest du ja vorhin gestellt, wenn man tatsächlich in dem Fall Zwillinge kriegt oder bekommt, Kinder bekommt, oder man wusste es ja nicht vorher, also auch nur ein Kind bekommt, in dem Moment ändert sich ja das Leben komplett, weil du musst andere Entscheidungen treffen. Das ist einfach so. Und wenn du dich also nicht für Kinder entscheidest und auch nicht für ein Leben mit Kindern, dann kannst du natürlich deine Karriere, die sogenannte, ganz anders fokussieren. Dann ist das ja der Mittelpunkt deines Lebens. In dem Moment, wo Kinder da sind, sind die einfach mindestens 50% deiner Leidenschaft auch. Ja. So, also
Und dafür bin ich eigentlich, da gibt es nichts, was ich bedauere oder sowas. Mir geht es ja wirklich ganz gut, also da ist nicht wirklich viel. Aus den Fragen der anderen Leute kam ja vorhin hervor, wie man das unter einen Hut bekommt. Du sprachst von drei Hüten. Aber wie ist das? Ich sag mal, du bist ja entweder ganz da als Mutter oder du bist halt auf Tournee, beziehungsweise, ja, da warst du ja vorher noch nie auf Tournee, aber bei einem Filmdreh bist du dann vielleicht mal 2-3 Wochen für dein persönliches Umfeld verschluckt, also in deiner Arbeit drin. Ja, ja. Das ist ja eine andere Organisation, als wenn andere Eltern vielleicht mal kurz einen Babysitter für 3 Stunden bestellen müssen. Genau. Wie funktioniert das? Weil am Ende arbeitet man dann wahrscheinlich nur noch für diejenigen, die da drauf aufpassen. Mhm. Also das war tatsächlich auch so, dass ich immer oft überlegt hatte, so jetzt brauche ich so ein Au-pair zum Beispiel. Das geht ja nicht, weil da gibt's ja gesetzliche Vorgaben. Die dürfen ja nicht Tag und Nacht arbeiten. Das wäre also nicht gegangen. Saublöd. Saublöd. Und außerdem möchte man ja auch nicht die Kinder mit jemandem, der vielleicht gerade neu in Deutschland ist, so für mehr als einen ganzen Tag alleine lassen. Man weiß ja nicht, was passiert. Also ich habe tatsächlich mal, ich glaube, 3 Monate lang jemanden fest angestellt, war unfassbar teuer, richtig mit Sozialversicherung. Und zwar nur für dich. Ich habe gesagt, du musst ausschließlich für mich da sein oder beziehungsweise für die Kinder. Ich kann aber nicht sagen, wie viel du arbeiten musst. Und dann war ausgerechnet diese 3 Monate, war ich fast die ganze Zeit zu Hause und der hatte fast nichts zu tun. Also, aber er ist auch mitgereist, also dann oder so. Und ich habe das mit meiner Mutter, mit meinem jeweiligen Lebenspartner, mit dem Vater der Kinder auch teilweise irgendwie machen können. So. Und die Kinder, weiß ich gar nicht, das war natürlich, fanden die nicht toll, aber ich denke mal schon, dass sie davon auch gelernt haben, dass es ganz gut ist, selbstständig zu sein. Sie wurden auch schnell selbstständig natürlich. Der Beruf der Schauspielerin ist ja nicht nur durch die Rollen wahnsinnig vielfältig, sondern du kannst, wenn du gut bei Stimme bist, kannst du einiges anderes machen. Du hast vorhin schon Hörbücher angesprochen. Hast du auch schon mal bei Hörspielen mitgemacht? Ja, ich liebe es. Ich habe ein ganz tolles Hörspiel gemacht. Das wurde jetzt auch gerade gesendet. Das heißt, wenn Engel brennen, so ein dreiteiliges. Und also das ist auch zum Beispiel da habe ich die Hauptrolle und das ist so eine geile Frau. Also diese Figur ist so toll und natürlich ist es dann so, also ich freue mich riesig, dass ich das als Hörspiel machen konnte, aber das mal mit Leib und Seele spielen zu dürfen, das wäre es so zum Beispiel. Ne? Und demnächst reise ich nach Basel und mache da wieder ein neues Hörspiel. Also das ist, ich liebe es. Das ist auch ganz, ist eine ganz schöne Arbeit, weil die so ganz andere, die ist sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Die Leute, die da arbeiten, sind entspannt. Ist ja trotzdem etwas, wo man ohne Applaus auskommen muss. Also zumindest auch am Set kriegt man ja immer mal ab, zumindest bei der letzten Klappe, wie auch immer. Ja. Könntest du dir vorstellen, nur Hörspiele und Hörbücher zu lesen oder wird dir da gewaltig was abgehen? Oder wird mir gewaltig was abgehen? Also es ist ja auch zum Beispiel so, wenn ich eine Lesung mache, dann bitte ich immer darum, dass man bitte den Tisch, an dem ich sitze, zum Publikum hin nach unten abhängt, also dass man meine Füße und nicht sehen kann, weil wenn ich das alles, den ganzen Ausdruck in die Stimme packe, dann steht mein ganzer Körper ja unter Spannung und Strom und dann möchte ich nicht, dass die Leute sehen, was ich da mit meinen Füßen unterm Tisch anstelle, weil das ist wahrscheinlich ein einziges Gezucke, Gedingse und was weiß ich nicht also alles. Also viel Bewegung oder Verrenkung mehr so? Ja, viel Bewegung, zum Teil auch Verrenkung. Also schön aussehen tut es, glaube ich, nicht. Deswegen verstecke ich das immer. Also da heißt, der Körper will eigentlich spielen. Ne? So. Ja, okay. Und das darf also selbst ja das nicht. Ist dir zu wenig dann, da zu sitzen, sondern du willst ja, das ist total viel zu wenig. Haben. Ja, genau. Okay. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes. Im Jahr 2021 besuchten 203.704 Schülerinnen und Schüler allgemeinbildende Schulen in Hamburg. Welches war dein Lieblingsfach in der Schule? Kunst. Echt? Ja. Also schon ein ganz früher Hinweis darauf, dass du irgendwie so ein bisschen empathischer bist und kreativer als andere. Ja. Kunst und Philosophie mochte ich auch total gerne. Also Laber, wie nennt man das? Laberfächer, oder? Ja, Laberfächer, natürlich. Und Kunst, welche handwerkliche Geschichte hat dich am meisten interessiert? Also handwerklich sage ich, also malen oder malen. Lieber irgendwie Collagen kleben oder was auch. Konntest du malen? Kannst du malen? Nö, würde ich sagen. Also ich war keine Einser-Schülerin. Aber ich hatte auch Kunstleistungskurs tatsächlich, aber ich fand
Du guckst. Nee, ich überlege gerade, ob ich, ich habe immer eine 3 gehabt, weil der Lehrer gesagt hat, gute Idee, Lars, aber die Umsetzung. Also für die Idee habe ich eine 1 bekommen, die Umsetzung eine 5 und dann gab es halt eine 3. Und ich habe gerade überlegt, ob es bei uns Kunstleistungskurs gab. Ich weiß es gar nicht. Schon so lange her. Ja, ne? Ja. Nee, ich habe gerne gemalt. Also, und ich war so mehr so die Action-Painterin. Ja. Hast du, also ich sag mal, Künstler neigen ja dazu, egal ob jetzt Musikerin oder Malerin oder eben auch Schauspieler, sich nochmal irgendwann nochmal ganz woanders ausdrücken zu wollen. Also ist von dir eine Platte zu erwarten, wahrscheinlich ein Atelier, ein eigenes eher nicht, wie ich gerade raushöre, oder irgendwas anderes, eine Disziplin, wo du sagst, da springe ich nochmal rein? Also ich habe ja schon Schritte gemacht in diese Richtung mit, ich habe tatsächlich ein, zwei, drei eigene Songs geschrieben und die sind auch sogar so produziert worden, aber das ist, hat noch nicht ausgereicht, um daraus jetzt wirklich mehr zu machen. Ne? Das ist so, aber das eigentlich ist Singen und Musik machen noch so ein, noch so etwas, was ich total toll finde. Ich hatte ja auch mal ein Trio, so ein Jazz-Trio, mit dem ich auch mal getingelt bin. Das ist aber dann leider wieder eingeschlafen so. Vielleicht kann man das ja nochmal aufwecken. Ja. Wir gehen weiter in der Rubrik Wissenswertes. Die Hamburgische Staatsoper wurde im Jahr 1678 als erstes öffentliches Opernhaus Deutschlands gegründet. Wann warst du zuletzt in der Oper? Lange her. Also ich ist mal, aber es war, glaube ich, im Jahr 2019, also vor der Pandemie. Das ist gar nicht so lange her. So also gesehen nicht, ne? Viel länger her. Ja. Ich habe eine ganz tolle Inszenierung gesehen von diesem russischen, wie heißt der noch, russischen Regisseur, der gar nicht raus konnte aus Russland. Der das aus. Ich glaube, ich könnte den Namen nicht mal aussprechen. Eine super tolle Sache war das, richtig cool. So, weiter geht's. Hamburg verfügt über etwa 1700 Kilometer Radwege. Wie bewegst du dich am liebsten durch die Stadt? Na, da haben wir es ja. Ich bin inzwischen, also ich war immer schon Radfahrerin, aber ich fahre richtig viel Rad. Ich finde, Hamburg, es eignet sich natürlich auch perfekt, weil es irgendwie, wenn denn überhaupt nur Hügel hat, aber keine Berge. Ja, aber Richtung Süden wird es echt anstrengend, ne? Also so, also Harburger Berge finde ich mit dem Fahrrad schon auch. Ja, das muss auch nicht sein. Also so, nein, ich kenne Leute, die bleiben mir lieber im flachen Eppendorf in der Mitte hier in Hamburg. Und ich finde, da kann auch noch eine Menge passieren. Also Radwege sind noch echt immer ausbaufähig. Hast du denn jetzt, wo du die Familienkutsche, wie du vorhin gesagt hast, abgegeben hast, und auch so ein Lastenfahrrad oder so? Oder wie holst du dir deine Sachen so ran, die so ein bisschen größer sind? Du meinst die 5 Kisten Wein, die ich... Ja, sowas. Ja, dafür würde ich dann ein Auto mieten, so. Ja? Ja, irgend so ein Kategor. Mit dem Taxi zum Supermarkt. Ja, das kann man ja dann machen. Ich meine, am Ende des Tages, das rechnet man ja nicht, aber was ich alles spare jetzt, ne, das kann ich ja dann ruhig in ein Taxi investieren. Ja, ich habe das Wort Supermarkt gerade verwandt, weil es eine schöne Brücke ist zu dieser Serie Die Discounter, die ja zumindest sehr viel besprochen wurde und sehr gut besprochen wurde. Da hast du eine Filialleiterin eines Supermarktes gespielt. Wie ist das denn? Also wir haben ja jetzt vorhin über die sehr schwierigen Rollen gespielt. Ich kann mir vorstellen, so vermeintlich einfache Rollen, wo jeder denkt, naja, eine Filialleiterin. Was war da die Herausforderung? Also die Herausforderung war, dass das eben so vom Format her etwas war, was ich noch nie gemacht habe. Das war ja komplett improvisiert. Also ich kam zum Set und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und das waren super, super tolle junge Regisseure. Es war ja auch, sind ja auch so Zwillinge übrigens, eineiige, die das gemacht haben. Hast du viele Zwillingsgespräche am Set gehabt? Ja, ich habe natürlich mit denen auch über dieses Thema Zwillinge geredet. Das war so lustig. Und dann haben die einfach, die waren ja schon eingegroovt, weil die schon ein bisschen gedreht hatten. Und dann denkst du so, wow, das ist eine ganz neue Art zu arbeiten, so, wo nichts vorgeschrieben ist, nichts feststeht und so. Und ein vermeintliches, also aus meiner Sicht, so wie ich das drehen kenne, vermeintliches Chaos auch herrscht, was aber oft super kreativ ist und auch zum guten Ergebnis führt oder zu einem besonderen. Hast du denn da trotzdem eine Vorbereitung drauf gemacht? Also wenn du weißt gar nicht, worum es geht, du bist die Filialleiterin, bist dann trotzdem mal bei dir beim Supermarkt um die Ecke gegangen, hast mal geguckt, wie die da sich so bewegt?
Oder hast du... Das wäre vollkommen falsch gewesen. Dann hätte ich da, also das wäre, also in dieser Serie wird ja in diesem Supermarkt so gut wie gar nicht gearbeitet. Nein. Da passieren ja Sachen, genau, die in den normalen, wenn ich da ja beim normalen Supermarkt, Entschuldigung, aber wie Sie das hier machen, das kann gar nicht sein. Also so, nee, das habe ich mir gespart. Wirst du jetzt in der zweiten Staffel auch wieder auftauchen? Ja, hoffentlich. Hoffe ich doch sehr. Also ich meine, das schreit eigentlich danach, ne? Weil, ich denke, dann kommt auch der erste Drehtag wieder. Ja. Ja. Wir wollen mal so ein bisschen in deine Freizeitaktivitäten gehen. Du bist tatsächlich bei Kick mit Herz, eine Veranstaltung, die wir ja auch lange Zeit begleitet haben als Gute-Leute-Fabrik, die erste Frau gewesen, die da mitgekickt hat. Bist du so ein, hast du so eine hohe Fußballaffinität oder hast du, gilt das so unter dem Motto, wie du es vorhin genannt hast, einfach lustig und mutig durch den Alltag? Ja, auf jeden Fall. Außerdem, ich meine, wenn Roche da mitmacht, dann kann ich da auch mitmachen. Also wir sind, glaube ich, die beiden, die keiner in der Mannschaft haben möchte. Vor allen Dingen nicht Peter Lohmer, ja? Gewählt. Oh, Peter Lohmer, ja. Oh, nee, ey, die Petri ist schon wieder da. Oh, andere Ende der Ehrgeizskala. Ja, genau. Also so, dabei sein ist in dem Fall wirklich alles. Und ich gebe mir Mühe, aber allermeistens läuft es doch darauf hinaus, dass wenn dann so ein Schuss kommt und der Ball so in so einem Affenzahn auf mich zurollt, dann möchte ich eigentlich fast eher wegrennen, als dass ich den dann irgendwo hinkicke und dann womöglich noch in die falsche Richtung und alle wieder die Augen verdrehen. Aber es ist einfach lustig, es bringt sehr viel Spaß. Und ich finde auch, da ist man inzwischen gut aufgestellt. Also da sind so gute Spieler dabei, dass so ein paar Exoten wie ich da verkraftet werden können. Bist du denn so auch Fußball interessiert und kannst dich für einen Hamburger Verein entscheiden? Also ich könnte mich da dann eher für Pauli natürlich entscheiden, das ist so. Mein Herzensverein, auf jeden Fall. Aber eher so das Umfeld oder gehst du auch manchmal ins Stadion? Nein, ins Stadion, ich war einmal bei einem Spiel tatsächlich, es war auch super toll, aber da habe ich jetzt nicht so eine Leidenschaft. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, da mal hinzukommen, eine Karte zu kriegen. Man hört davon. So. Also ich habe tatsächlich Dauerkarten. Und das dachte ich mir. Vielleicht gehen wir mal zusammen. Oh ja, das wäre ja cool. Ja, okay. Das machen wir jetzt, das haben wir jetzt versprochen im Herbst. Gehen wir da mal hin. Was sind denn sonst so, gibt es klassische Hobbys, die du so als solche bezeichnest? Sagen ja ganz häufig Leute, habe ich gar nicht, aber weil es immer so, es ist ja gerade in so einem Bereich, wo man einen Job hat, der einem so viel Spaß macht, hat man die, Hobbys war ja immer so ein Ausgleich gegenüber harter körperlicher Arbeit, haben wir ja beide nicht so, aber hast du denn so Bereiche, wo du sagst, da habe ich noch auch Leidenschaft für? Also was ich jetzt aber, was ich angefangen habe, ist tatsächlich Tanzen, so, ich habe immer schon gerne, super, super gerne getanzt. Das gehört ja auch zu deiner Ausbildung dazu, ne? Ja, jetzt kann man ja alles irgendwie so, aber okay, ich tanze, was ist das, Lambada also oder was müssen wir da machen? Und Lindy Hop. Was ist das? Ich bin nicht so, also Lindy Hop ist weder theoretisch noch praktisch bin ich beim Tanzen irgendwo mittendrin. Mhm. Also Lindy Hop ist Swing-Tanzen. Okay, ja. Das ist Paartanz und Salsa ja auch. Und was ich jetzt angefangen habe, was ich richtig cool finde, ist, ich mache Pole-Dance. Wow. Also ich kletter an, also ich bin noch nicht so weit. An so Stangen rauf und runter. Das ist richtig cool. Okay. Also ich liebe es. Das soll ja wirklich körperlich sehr anstrengend sein. Ist, und die wirken ja auch immer sehr fit. So die Leute, das ist ja ein anerkanntes Hobby. Also früher Hobby? Hat ja, naja, nee, aber hat ja, hieß ja früher anders und hat dann ja auch ein bisschen was Anrüchiges gehabt. Ja. Kannst du aber jetzt ja in jedem Fitnesscenter buchen, solche Sachen. Und bist du dann jemand, die dann so in so ein Fitnesscenter geht und ja, sagt genau. So, ja, da mache ich das? Ja. Oder hindert dich, gibt es etwas, wo deine Prominenz dich an irgendwas hindert? Sauna? Ja. Sauna ist so ein, witzig, dass du das sofort sagst. Ja, das ist echt, da habe ich echt ein Problem. Ich habe mal einmal, ist auch schon ewig her, ich weiß gar nicht, wie es jetzt wäre, aber ich bin mal einmal nicht mit Freunden in so ein Saunaland, in so ein riesen Saunading gegangen, weil ich dachte, ach scheiße, nee, deswegen meiner Prominenz, das ist mir, glaube ich, zu doof. Und dann bin ich mit dem damaligen Freund doch lieber nur in diese kleine Sauna von dem Schwimmbad in der Stadt gegangen. Und wir standen unter der Dusche. Und dann kreischt da eine Frau, wow, das ist ja Frau Petri, ey. Und ich so, scheiße, das war so, oh, es war so furchtbar. Und so, ja toll, ey, check's halt. Also macht man das? Nein, das macht man nicht. Nein. Also, so. Bist du noch in die Sauna gegangen oder bist du dann abgehauen gleich? Nee, ich habe das dann irgendwie noch durchgezogen. Aber es war so, das war das letzte es war Mal. Traumatisch. Das war das letzte Mal. Ich habe gedacht, nee, das brauche ich nicht. Gehst du denn nie wieder in die Sauna oder manchmal so im Hotel, wo man vermutet, man trifft da
niemand, obwohl irgendwie. Ja, da habe ich auch komische Sachen schon erlebt. Ja. Okay, möchtest du also ich würde mit meinem ganz, ganz engen Freund oder Freundin würde ich das noch machen. Aber dann so wirklich wie so ein Kind, so als Schutz, weißt du, so dass man. Eigentlich ist es ja wurscht, also sollen die Leute mich doch nackt sehen, aber ich weiß nicht, das ist einfach doch ein Hemmnis, ja. Jetzt haben wir so oft über deine Zwillinge gesprochen. Was hast du denn heute für ein Verhältnis, wo man sich vielleicht, also natürlich hast du eine innere Verantwortung, aber die sind ja jetzt schon alt genug und bauen ihr eigenes Leben auf. Wie sehr beobachtest du das als Mutter? Wie nah bist du da dran? Ich würde sagen, das ist jetzt gerade, das hat, glaube ich, auch gar nichts mit der Pandemie. Vielleicht hat es auch mit, nein, hat nicht mit der Pandemie zu tun. Also ich glaube, die letzten zwei Jahre war nochmal eine Steigerung des Abnabelungsprozesses. Also ich hatte mich eigentlich schon, wir waren schon ganz gut auseinander und ich habe auch gefunden, dass ich so eine Mutter bin, die das ganz gut hinkriegt, so mit dem die Kinder aus dem Haus lassen. Die mussten nicht mehr abends anrufen. Überhaupt nicht, so war ich nie. Also das konnte ich mir mit meinem Beruf auch gar nicht leisten. Weißt du, warst du selber auf der Bühne dann? Ja, so. Ja. Ne, da war ich nicht so. Die sind ja auch schon früh ausgezogen mit 18. Aber jetzt ist so nochmal so das Stadium eingetreten, wo es wirklich auch, wo ich so respektieren muss, dass die echt ihr ganz eigenes Leben haben und auch ich nicht immer mit da ins Boot genommen werde. So, ne? Und das ist auch ein bisschen schmerzhaft, aber ja, so ist das eben. Ich versuche mich immer auch dann selbst zu erinnern, wie das bei mir so war. Und eigentlich hatte ich viel früher schon nicht mehr so einen engen Draht zu meiner Mutter, so wie die eigentlich zu mir noch haben. Ne? Und ich glaube auch so mit Ende 20 und Anfang 30, ich erinnere mich selber, da beginnt auch so dieses, so ein anderes Reflektieren nochmal über die Vergangenheit, über die Kindheit und so. Und da wird man nochmal so richtig erwachsen und fängt auch an, die Eltern nochmal anders wahrzunehmen. Wie sehr hast du denn deine eigene Mutter kopiert? Das will man ja immer nicht, ne? Und ja, dann entdeckt man vielleicht im Nachgang, oh, jetzt habe ich es auch so gemacht. Also die Sachen, die ich gut an meiner Mutter fand, habe ich, glaube ich, übernommen. Und das, was ich nicht so gut fand, habe ich hoffentlich nicht übernommen. Du hast eigene negative Züge entwickelt. So, ja, das eigene. Ha. Jetzt haben wir so viel über Verwandtschaft gesprochen. Du hast einen sehr berühmten Verwandten in deiner Linie, sage ich mal. Johann Sebastian Bach. Mhm. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wie konnte das passieren? Tatsächlich gibt es ja in so einer wirklich ziemlich deutschen Familie wie meiner eine Ahnenforschung, aus bekannten Gründen auch zum Teil. Und in der Linie meines Vaters sind tatsächlich auch waren sehr viele Musiker, Kirchenmusiker und Pastoren unterwegs und so. Und in diesem weit verzweigten Baum ist tatsächlich Johann Sebastian Bach ein Vorfahre. Mhm. Mein Daddy hat auch immer gesagt, so, ja, siehste, da merkt man es wieder. Deswegen. Die musische Ader, genau, da kommt sie her. Das ist die Erklärung dafür, warum ich Schauspielerin bin. Du hast das Gesamtwerk deines Vorfahren dann auch zu Hause oder gibt es noch einen anderen Bezug oder hört man das dann eher oder weiß sich intensiver mit der Geschichte zu beschäftigen? Nö, da muss ich gar nicht. Also da sind tatsächlich eine Menge Verrückte auch gewesen in dieser Linie. Ne? Das ist ja klar, also so. Aber ich liebe die Musik von Johann Sebastian Bach und auch seinen Söhnen. Ich habe selber ja auch dann hier, guck mal, jetzt kommt's. Ich habe in der Petrikirche im Bachchor gesungen. So. So, mehr geht also, doch nicht, mehr oder? Mehr geht gar nicht. Nein. Natürlich nicht. Und hallo Petri. Also das Kirche und ne, das ist also alles. Also mehr geht nicht, mehr geht bei uns auch nicht. Wir sind nämlich schon fast am Ende dieser kleinen Fragerunde. Ja. Zum Schluss haben wir immer unseren kleinen Ausblick. Wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren sehe ich mich als nach wie vor als Schauspielerin und auch als Coach. Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren? Wo sehe ich Hamburg in 5 Jahren? Du fragst das so, da kriegt man ja eine Gänsehaut. Hamburg in 5 Jahren. Ich nochmal bei irgendjemandem Gänsehaut hier produziere im hohen Alter. Ja, hoffentlich bleibt Hamburg schön hier down to earth, sag ich mal, ne? Und alles ist so, ja, genau, und so gute Ecken, so diese besonderen Ecken bleiben erhalten. Also ich wünsche mir gar nicht so rasend viel Veränderung. Was sind denn die besonderen Ecken für dich? Naja, das sind so diese, ein bisschen die Schmuddelecken. Ich finde, also das, was man so gemeinhin Schmuddelecke nennt, ja, also ich mag die ja sehr, muss ich sagen, ne, weil Hamburg hat
enorm viel Geld und man sieht das auch an vielen, das wird auch immer so schön repräsentativ hergezeigt und dann bin ich immer froh, wenn man dann mal hinter diese Tada-Geschichten guckt und da noch so ein bisschen das Verranzte hat. Sind das dann so die alten 80er Sachen dann, was weiß ich, Bernhard-Nocht-Straße da hinten um die Ecke, Hafenstraße oder genau. Ist die Schanze, die ist doch schon nicht mehr schmuddelig. Nein, ne? nein und ich bin ja hier groß geworden, also ich weiß, ich kenne das alles noch ganz anders, das ist eben schon an der, das ist jetzt schon wieder neu schmuddelig ein bisschen, so kann es aber auch bleiben, es muss jetzt nicht nochmal aufgehübscht werden, ne? Ja. So. Also was auch ganz definitiv heißt, die rote Flora muss bleiben. Die darf nie weggerissen werden. Ich glaube, da besteht jetzt auch keine Gefahr. Siehste, so. So. Liebe Nina, das war sehr vergnüglich, sehr unterhaltsam und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das genauso. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Also ich im Publikum, du auf der Bühne oder ich vorm Fernseher und du im Fernseher drin. Alles Gute für dich. Jo, danke dir. Es war schön. Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.